Mein Name ist Lea Karlsberger, bin 23 Jahre alt, komme aus Steinenkirchen an der Traun und habe Bio- und Umwelttechnik an der FH Wels studiert. Ich habe in meiner Masterarbeit verschiedene pflanzliche Wirkstoffe auf mögliche positive, aber auch toxische Eigenschaften getestet. Die Pflanzenextrakte wurden von unseren Unternehmenspartnern bereitgestellt und sie haben spezielles Interesse daran gehabt, ob ihre Produkte entweder antiinflammatorisch, antioxidativ oder antibakteriell wirken. Aber auch toxische Effekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden, weil Naturstoffe oft nicht unbedingt sicherer sind als synthetische. Und als Testsystem dafür habe ich den Fadenwurm C. elegans verwendet. Er gilt nicht als Tierversuch und somit sind keine ethischen Bedenken vorhanden. Es ist ein recht simpler Organismus, allerdings weist er eine hohe Ähnlichkeit zu höheren Organismen auf und dadurch können die Ergebnisse der Tests dann auf Mensch oder Tier hochskaliert werden. Ich habe am ORG der Franziskanerinnen Wels maturiert und bin dann am Tag der offenen Tür der FH Wels auf das Studium Bio- und Umwelttechnik aufmerksam geworden. Das sehr breit gefächerte Curriculum, aber dass man sich trotzdem auf eines der beiden Schwerpunkte spezialisieren kann. Die Dachterrasse am neuen Gebäude. Man hat dort einen super Ausblick auf den Campus und kann noch am anstrengenden Tag entspannen. Die Praxis im Labor und natürlich das Bierbrauen. Die Schwerpunktfächer im Bereich der Biotechnologie. Ich arbeite jetzt am Exzellenzzentrum für Lebensmitteltechnologie und Ernährung und im Kompetenzzentrum FOXI hier an der FH Wels. Und mit Hilfe von biologischen Testsystemen erforsche ich die Wirkung von pflanzlichen Substanzen und ihre Eignung als Futtermittelzusatzstoffe. Positive Gedanken und der Glaube an sich selbst sind der Weg zum Erfolg.